Four Days Out Mr. Olympia 2022 und wir haben das Interview mit dem nächsten Champion für euch. Wunderschönen guten Abend. Champion, wie viele Profisiege hast du jetzt? Ich denke, es waren 3. Letztes Jahr der 1. Dieses Jahr 2 in Portugal und in Alicante. Also 3 mittlerweile in Summe. Haben wir das schon mal abgehakt. Wie war deine Anreise? Erzähl mal. Puh, die Anreise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich im Vorhinein wenig damit beschäftigt, wie sie genau verlaufen wird. Ich hab einen guten Flug gebucht und so weiter. Und sie war wesentlich länger als erwartet. Also wir waren in Summe waren wir 32 Stunden unterwegs. Sind am Samstag um 2 Uhr in der Früh dann ins Bett. Am Freitag, glaube ich, kurz nach 3 Uhr in der Früh aufgestanden. Sie war relativ lange, sie war anstrengend. Aber wir haben es gut überstanden. Und die Form hat darunter definitiv nicht gelitten, was mir am allerwichtigsten war. Hast du zwischendurch wahrscheinlich ein bisschen Panik gehabt? Ich kenne das ja, wenn du dann im Flieger unterwegs bist, dann willst du am liebsten auf der Toilette mal im Spiegel mal gucken, ob noch alles da ist und so. Ist so vor allem Panik, weil mir leider Gottes ein kleines Malheur passiert ist. Im Flieger das Handy liegen gelassen, das heißt, das erste Mal das Handy verloren, weiter das Gepäck oder 2 Gepäckstücke nicht angekommen, erst beim nächsten Flug mit und so ist das Ganze in die Länge gezogen, war natürlich relativ stressig, aber wir sind hier und das ist das Allerwichtigste. Ja, ich sehe schon, da hinten steht so ein Apple-Beutel, hast ein neues Handy? Yes, sehr, sehr zufrieden. Das ist also schon mal erledigt. Hier, denke ich, bist du auch zufrieden? Ja, wir haben uns gut eingelebt. Also ich glaube, es passt vollkommen für unsere Bedürfnisse. Wir sind abseits vom Schuss, aber irgendwie in Las Vegas ist einem alles gut erreichbar. Wir haben alles, was wir brauchen hier. Und ich glaube, ich kann mich hier bis zum Olympia jetzt noch sehr, sehr gut vorbereiten. Mittlerweile auch wohlfühlen. Das hat jetzt einige Tage gedauert, bis der Schlafrhythmus wieder einigermaßen gut gepasst hat. Aber jetzt bin ich eigentlich zurück in meiner Routine, fühle mich wohl und vom Kopf einfach so richtig ready fürs Wochenende. Ich glaube, das ist was, was so normale Leute oder auch Leute, die vielleicht auch trainieren oder auch national mal einen Wettkampf machen, was sie nicht abschätzen können, was das für ein Stress ist, so eine Reise, so lange unterwegs zu sein, die ganze Logistik, was alles dazugehört, dein Essen, deine Waage, was du mitnehmen musst, Musik, Ausweise, was an, was man alles denken muss. Und dann auch vor Ort, ich habe eben schon mit deiner Freundin Witze gemacht, wie lange wollt ihr hier bleiben? Alles einzukaufen, ohne Ende essen und da steckt schon ein bisschen was dahinter. Also das ist jetzt kein Gejammer, wenn man dann so sagt, oh, wir waren so lange unterwegs, sondern das ist echt, echt anstrengend. Es ist definitiv nicht vergleichbar mit, wie ich fliege mal schnell in den Urlaub und packe meinen Koffer. Genau, ja. Also du musst wirklich vieles beachten. Ja. Jetzt bist du angekommen, hier läuft alles. Wie oft warst du jetzt trainieren hier? Heute war das 3. Training. Wir waren die ersten beiden Male im Powerhouse, heute waren wir im Elevation. Ich muss sagen, generell, also ich habe jetzt nur 2 Studios gesehen, aber finde ich schon sehr, sehr cool. Also, die Studios sind gut und ja, sehr, sehr aufgeräumt und sauber, aber es ist sehr teuer geworden, ist mein Eindruck. Ja, sehr teuer, aber grundsätzlich sehr, sehr ordentlich, muss ich jetzt mal sagen. So vom Einleben studiotechnisch, das hat extrem gut funktioniert. Ich muss sagen, Powerhouse, genauso wie Elevation, ich fühle mich super wohl hier. Und ja, morgen steht dann schon das letzte Training an. Mhm. Morgen in der Früh nüchtern. Das heißt, morgen ist Mittwoch. Genau. Donnerstag, Freitag wirst du nichts mehr machen. Werde ich nichts mehr machen. Also morgen in der Früh steht das letzte Training an. Werden wir nochmal die Arme ein bisschen durchpumpen. Dann geht es auch schon mit dem Laden los. Das ist immer so die aufregende Phase. Ich glaube, du kennst das auch noch ganz gut, wenn es endlich wieder ans Kohlenhydrate reinschaufeln geht. Ja, ich freue mich drauf. Also freust du dich auf den Wettkampf. Dementsprechend denkst du, du bist gut vorbereitet. Dein Coach wird dir die Bestätigung gegeben haben. Wir haben dich auch schon gesehen. Mhm. Bist du zufrieden dieses Jahr? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, gegen Ende hin verliert man gewisse Objektivität irgendwann. Das ist mir dieses Jahr schon eine Spur schwerer gefallen wie letztes. Mhm. Weil natürlich ist es nicht mehr der erste Olympia, wo es nur so ist, dabei sein ist alles. Es ist jetzt der zweite. Natürlich kommst du immer nur wegen dieser geilen Olympiajacken, aber dennoch will man sich ja selber irgendwo verbessern. Nicht nur körperlich, vielleicht in der Platzierung. Und da muss ich natürlich sagen, wird auch die Selbstkritik viel, viel größer an sich selbst. Also gerade gegen Ende hin, da können die Katzen nur so tief sein im Glut und du stehst davor und denkst dir, könnte besser sein, da könnte was gehen und so weiter. Aber jetzt, ich muss sagen, jetzt, wo ich mich wieder richtig wohl hier fühle, in meiner Routine bin, heute in der Früh bin ich aufgestanden, habe gewusst, es kann kommen, was will. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, es schaut jetzt schon richtig gut aus. Morgen geht es mit dem Laden los und das kann nur noch besser werden. Also ich bin richtig, richtig zufrieden mit dem Paket jetzt. Ich glaube auch anhand von dieser Verbesserung, die ich jetzt vor Alicante bzw. vor Estoril in Portugal noch machen habe können, weiß ich, dass wir in dieser Diät sehr, sehr viel richtig gemacht haben.
Also die Zusammenarbeit mit Stefan, die war enger als je zuvor. Wir haben jetzt die letzten Wochen tägliche Check-ins gehabt, täglich die Ernährung angepasst und sein hat müssen. Und ich muss auch sagen, dass ich mit dieser Diät so weit wie noch nie zurückziehen habe können. Mhm. Ich habe die RAL 100% hinter mir stehen. Die übernimmt meine Arbeiten, wenn es passt. Die sagt, geh schlafen, leg dich weg, ruh dich raus, geh ins Bett. Die schaut einfach auf mich. Und ich muss sagen, dementsprechend haben wir in dieser kurzen Zeit brutal viel rausholen können. Und hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Okay. Also so in dieser Hinsicht bin ich wirklich sehr optimistisch und auch euphorisch, um ehrlich zu sein. Was würdest du sagen, war bis jetzt deine Bestform? War das Portugal? Dieses Jahr? Ich finde, es waren zwei Pakete, die man nicht vergleichen hat können. Meiner Meinung nach war in Alicante zu flach. Mhm. Portugal hat wesentlich mehr gepoppt. Das hat sicher mit diesem Rebound zu tun gehabt, weil die Wettkämpfe nur eine Woche auseinandergelegen sind. Aber in Portugal war es so viel voller. Und es war für mich einfach das optisch ansprechendere Paket. Ich denke, das war aus bodybuilding-technischer Sicht Bestform. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Da habe ich dich ja live gesehen, das genau. War schon extrem. Wie hast du den Unterschied wahrgenommen zu Alicante? Ich war nicht in Alicante, aber alles in allem weiß ich noch, wie ich geflasht war, als du in Portugal rausgekommen bist. Und ja, das war so ein Start-Ziel-Sieg. Danke dir. Und jetzt im Vergleich zu Portugal, wie viel besser bist du jetzt? Ja, diesen Prozent zu beziffern wäre natürlich schwer. Wie viel besser? Ich kann nur sagen, aktuell 3 Kilo schwerer. Als in Portugal? Ja. Bei gleicher Form? Ich denke, es ist Bestform. Um ehrlich zu sein, ich denke, es ist Bestform. Ich weiß, wie es jetzt ausschaut vor dem Laden. Ich weiß, wie sehr ich beim Laden transformiere, wenn die ersten Kohlenhydrate über die Nacht reinkommen, wenn ich mich ausrasten kann. Und du stehst in der Früh auf und du bist gefühlt ein anderer Mensch geworden durch diese Carbs und so weiter. Also das wird ab jetzt definitiv nur noch besser. Und es ist sicher eine Spitzenform jetzt, ja. So würde ich sagen. Cool, also hast du eine Ansage gemacht. Also Vergleich Fabi 2021 zu 2022 ist auch eine deutliche Steigerung, ja. Logischerweise. Wie denkst du, wird sich das auf die Platzierung niederschlagen? Das ist natürlich eine interessante Frage, weil natürlich arbeiten wir alle hart. Man sieht ja, wie sich die Klasse an sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sie sich verbessert hat, wie der Grad der Konditionierung und generell der Anspruch an eine gewisse Ästhetik gestiegen ist, finde ich, in dieser Zeit. Ist brutal und ich denke, es wird dieses Jahr wieder ein großer Sprung passiert sein. Urs natürlich ganz, ganz aufstrebend da. Ich glaube, in Mike in einer Bestform zu sehen, der Alex, der mit reinmischt und viele, viele andere. Also die Leistung. Hast du jetzt hier vor Ort schon Konkurrenten gesehen und begutachtet? Ich habe witzigerweise nur einen getroffen und den kannte nicht. Da muss man jetzt vielleicht ehrlich sagen, ja, dieses Jahr starten extrem viele. Über 60. Sind tatsächlich über 60 gemeldet. Also es wird ein riesen Line-Up. Die Leistungsdichte ganz vorne, denke ich, ist sicher enger geworden. Wie sich das jetzt aufs ganze Feld auswirkt, diese große Startanzahl, das werden wir sehen. Aber die Leistungsdichte vorne, die ist halt brutal eng. Und ich glaube, Terrence hat sich stark verbessert. Es wird interessant werden, also wie sich das jetzt auf eine Platzierung auswirkt. Also bist du so einer, der dann hier, wenn er Zeit hat, sitzt und dann vergleicht auf Instagram? Das habe ich früher tatsächlich gemacht. Jetzt nicht mehr so? Nee, also ich habe das mittlerweile ganz stark ausgeblendet für mich. Wenn ich auf Instagram bin, dann mache ich meistens selbst das, aber ich schaue nicht mehr. Schaue nicht mehr links, rechts und ich muss sagen, das tut mir sehr, sehr gut. Ich habe einige Male die Erfahrung gemacht, dass das schmerzhaft sein kann, wenn man zu viel links und rechts schaut, dass man sich sowieso immer selbst in Frage stellt und schlechter sieht, als es dann tatsächlich ist. Also ich muss sagen, diese Vorbereitung ist das sehr, sehr gut gelaufen, dass ich sehr wenig nach links und rechts schaue. Ich sehe es genauso. Die Frage kommt natürlich immer dann, ja, hast du den gesehen, hast du den gesehen und so. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, wenn ich sie sehe und sie sind schlecht, dann heißt das ja nicht, dass ich dann aufhöre zu trainieren. Oder wenn sie sehr gut sind, dass ich dann irgendwie jetzt richtig Diäten mache. Das mache ich sowieso schon. Sowieso. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es halt wirklich einfach, man hört es halt einfach so oft, aber ist es wichtig, dass man selber alles gegeben hat, sie nichts vorzuwerfen hat. Und dann ist ganz egal, was links und rechts passiert. Das sind Faktoren, die kannst du ohnehin nicht beeinflussen. Du kannst nur beeinflussen, was in deinem eigenen Wirkungskreis irgendwo drinnen ist. Ja. Also in der Hinsicht bist du schon zufrieden, gut, vorausgesetzt, du bringst die Form dann auch auf die Bühne, gehen wir mal von aus, bist besser als letztes Jahr, hast deine Hausaufgaben gemacht, aber natürlich trotzdem, du warst letztes Jahr, warst Achter. Richtig. Du warst so im innereuropäischen, innerdeutschen, darf man sagen, Duell warst du Dritter. Mhm. Was hast du dir dieses Jahr vorgenommen? Also mein persönliches Ziel ist First Callout. Einfach dort dabei zu stehen und einmal wirklich mit der Elite vorne
verglichen zu werden, weil was außerhalb vom ersten Callout passiert, ist meiner Meinung nach nicht mehr so relevant für das, was die Elite dann vorne betrifft. Das ist so, ich möchte einfach dabei stehen. Ich glaube, ich kann dort mitmischen und ich würde es gern selbst sehen. Also mein Ziel ist definitiv First Callout. Und ich glaube, wenn man dann dabei steht, dann wird es interessant, dann kann viel passieren, verschiedene Körpertypen. Es wird interessant. Ich glaube, es kann alles passieren dieses Jahr. Hast du das selber mal so gemacht, dass du mal jetzt Bilder jetzt von Urs oder von Chris so mit dir so nebeneinander gestellt hast und alle Posen verglichen so? Nie, weil es bringt mir im Endeffekt nichts. Es zählt so viel mehr wie nur dieser kurze Eindruck, den man vom Bild festhalten kann. Habe ich nie gemacht und bringt mir in dem Fall nichts. Ich kenne nur meine eigene Linie und arbeite natürlich darauf hin, die zu verbessern, die ansprechender zu machen, ausgewogener. Und das ist das wiederum, was ich machen kann, aber das Vergleich, so Bild neben Bild, nein, nie. Hast du denn jetzt in der Vorbereitung irgendwas anders gemacht als letztes Jahr? Oder hast du einfach nur so, also das heißt einfach, aber hast du im Grunde so weitergearbeitet wie bisher und einfach dem Prozess getraut, wie man heute sagt? So kann man es im Grunde nennen. Aber ich habe nur ein bisschen verstärkten Fokus auf die Arme gesetzt, auf die Beinrückseite, weil das meiner Meinung nach sind, also zwei Faktoren sind, die bei mir zu schlecht ausgeprägt waren. Hattest du auch Rückmeldung von den Judges da irgendwie? Oder? Ja, damals war das Thema Rückenbreite, aber das war in Alicante. Also es ist schon wesentlich länger. Es war nicht dieses Jahr, es war letztes Jahr schon. Aber ich glaube, das haben wir relativ gut hinbekommen. Ich habe eigentlich regelmäßig mit Stefan da, also hauptsächlich mit Stefan, im Körper ein bisschen analysiert und geschaut, okay, wo muss besser werden, wo fällst du ab im Vergleich zu anderen. Und ich finde, letztes Jahr beim Olympia haben wir es ganz deutlich gesehen, die Beinrückseite, die ist nicht dort, wo sie hingehört. Und ich glaube aber, dass der Hauptfaktor jetzt nicht das Training war, sondern der Hauptfaktor, das ähnlich begriff, wie man den richtig gut spannt, den Beuger. Also beim Posen selber? Genau, richtig. Es war, ich glaube, im Großen und Ganzen ein Posing-Fehler. Ja. Also Posing wird dieses Jahr auch verbessert sein? Definitiv. Definitiv. Ja, jetzt haben wir einen neuen deutschen, jungen, ziemlich jungen Wilden noch, den Alex. Hast du den im Vorfeld denn mal genauer angeguckt? Ja, ich denke, der Alex ist ja sogar derjenige, mit dem ich so am häufigsten in Kontakt gestanden bin in letzter Zeit. Den Alex, wenn man anguckt, also der hat diese Saison, glaube ich, zwei Siege eingefahren. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Zwei Siege. Oder war es nur einer? Dieses Jahr einer. Okay, ein Sieg und einen zweiten. Und ich muss sagen, der hat mich sehr, sehr stark beeindruckt. Also ich habe den Alex eigentlich viele Jahre irgendwie auf der Bildfläche vermisst. Und ich finde, der ist extrem eindrucksvoll zurückgekommen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie er sich platzieren kann. Ich finde, der hat eine sehr ansprechende, gute Linie. Und ich bin wirklich gespannt, wie die ankommen da. Also ich glaube, der Alex kann, wenn du mich fragst, sicher in die Top 10 rein. Sicher. Mike, letztes Jahr einen Platz vor dir noch. Jetzt zieht ganz klein, Mike zu schlagen dieses Jahr. Aber ich bin gespannt. Also ich habe es nicht so stark verfolgt, aber einiges hat man doch ein bisschen, eigentlich habe ich es gar nicht stark verfolgt, aber einiges bekommst du halt immer wieder mit. Und jetzt vor zwei Tagen habe ich mal seine Vorderseite gesehen. Hast du das Bild gesehen, das letzte aktuellste? Die schwarz-weiß, wo er genau. Schon rasiert ist. Ja. Genau. Und ja, er hat eine wunderschöne ansprechende Linie. Also ich bin gespannt, wie die Rückseite ausschaut. Aber ich denke, wenn Mike in Form ist, kann er beinahe jeden schlagen. Und dann der vierte im Bunde, der Urs. Ah, das wird sehr interessant. Also Urs und ich, wir sind beide beim Stefan. Beide bei Vajo, beide beim Stefan. Genau, beide. Richtig. Ja. Also gibt es sehr viele Schnittpunkte. Und ich weiß ja, wie Stefan arbeitet. Ich weiß, wie Urs arbeitet. Und ich glaube, er wird sehr, sehr stark verbessert sein. Sehr, sehr stark. Also sehr gewohnt. Spitzenausstrahlung, die kennt man ja. Die kennt man. Ich bin gespannt, wie sie dann tatsächlich in live ist. Die habe ich so jetzt noch nicht gesehen live. Aber ja, Anwärter für ganz, ganz vorne. Ist das so auch dein größter Wettbewerb sozusagen? Also so teamintern, sponsorintern? Ich würde es nicht als Wettbewerb sehen. Auf der Bühne ist es im Endeffekt immer Wettbewerb dann. Und klar, dadurch, dass wir so viele Parallelen haben, natürlich verstärkt es diesen Wettkampf schon ein bisschen. Aber für mich ist das definitiv was mich befeuert. Das ist so. Jeder will der Beste sein irgendwo. Jeder will der Beste sein. Und natürlich ist es das Ziel,
zu zeigen, was ich jetzt im Vergleich wahrscheinlich zu, mit meiner 32er Uhr ist, 24, glaube ich. Ich glaube schon. Ja. Ja, das ist, da gehört mir schon gefühlt fast zum alten Eisen, obwohl es eigentlich auch die Primetime ist im Bodybuilding. Aber da will man natürlich sagen, dass er da jetzt noch viel drinnen ist. Also ich glaube, natürlich, der Urs wird indirekt am meisten befeuern, auch zu Höchstleistungen. So ist es. Und man hat ja auch so, obwohl natürlich Bodybuilding so ein Einzelkämpfersport ist, man hat ja trotzdem so einen Teamgedanken. Mhm. Jetzt ist ja dein Team praktisch so ja, in der Mitte zerschnitten. So. Das ist ja ein bisschen komisch, wenn man den gleichen Coach hat. Wie denkst du, wie Stefan das so hinkriegt? So? Also gibt er jedem 100%? Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Also ich bin mittlerweile seit so vielen Jahren beim Stefan. Ich kenne ihn nicht nur als Coach, ich kenne ihn als Mensch. Und der Stefan will, glaube ich, individuell ganz einfach aus jedem das Maximum rausholen. Also unabhängig, einfach höchst professionell. Höchst professionell und da zweifelt die keine Minute dran. Und das ist, ich glaube, für viele Athleten wäre das wahrscheinlich ein Problem. Aber in meiner Warte, ich sehe das rein als Sportler, ich will der beste Sportler werden, ich bin beim besten Coach. Ja, wo soll ich anders hin? Das ist, und nur dazu sind wir gute Freunde. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Und ich glaube, die Arbeit, die wir die letzten Jahre gezeigt haben und was wir uns gemeinsam auch erreicht haben, zeigt mir einfach, dass das wirklich matcht. An der Stelle, wie schätzt du den Wesley da ein? Der ist ja auch, ja, auch fast gleich, auch bei Vario, auch beim Stefan. Tut mir ein bisschen schwer, also Wesley ist stark verbessert. Wesley ist dieses Jahr wirklich stark verbessert. Ich habe schon einiges gesehen, für ihn brutal beeindruckend. Wirklich brutal. Also gerade der Oberkörper so massiv, auch Beine so gut verbessert. Richtige, klassische Oldschool-Linie. Ich glaube, mehrfach ganz knapp an der Top 10 geschaltet. Letztes Jahr wahrscheinlich 11. oder so geworden. Ich glaube, das ist halt wirklich dann auch sehr viel Geschmackssache. Welchen Körpertyp, das man gerne vorn sieht. Aber wenn es um so eine klassische Oldschool-Physik geht, mit dicke Arme, ausladender Brust, weite Schultern, klassisches Posing und, glaube ich, extreme Konditionierung, auch, was man gesehen hat, dann ist der Wesley absolute Weltklasse. Ja. Aber es ist halt wirklich, ich glaube, es ist sehr stark Geschmackssache, was man in der Classic-Physik sehen will. Also Wesley ist auf jeden Fall so ein spezieller Typ. Ja, ja. In der Classic letzten Endes ist ja doch so, dass zu 90% nach Bodybuilding-Kriterien gewertet wird. Wer hat die meisten Muskeln, wer ist am härtesten. Und so dieser Classic-Teil, der kommt, denke ich, ein bisschen kurz im Judging. Das ist so meine Erfahrung, meine Einschätzung. Mhm. Und wenn es nur nach Classic ging, dann wäre Wesley auf jeden Fall ganz vorne. Das ist der Inbegriff für Classic. Genau. Mhm. Also so dieses Arnold-Eske sozusagen, das hat er eigentlich am meisten. Aber ja, bisher nicht so wirklich Glück gehabt mit den Platzierungen. Aber denkst du nicht auch, dass dir die Classic irgendwo auch im vordefinierten Look, wie Classic aussehen soll, weiterentwickelt? Dass man nicht sagt, okay, wie Arnold damals ausgeschaut hat, das ist Classic, sondern auch diese Classic und dieser gesuchte Look entwickelt sich weiter? Ja, mit Sicherheit. Das ist die Frage, was man darunter versteht. Genau. Das sind halt so, denke ich, die 10% Geschmackssache, die da irgendwo bleiben. Also man hat ja immer diese Diskussion jetzt, bei Dino heißt es jetzt ja, er ist kein Classic mehr. Mhm. Damals bei mir hieß es, als Regan vor mir war, Regan ist ja kein Classic mehr. Aber wo zieht man da die Grenze? Schwierig. Weil einer zu viel Muskeln hat oder weil die Beine zu dick sind oder, ne, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Mhm. Wenn du jetzt den First Callout kriegst und stehst neben Bumstead, wenn du das mal so visualisierst, kannst du den schlagen? Du musst keine politisch korrekte Antwort geben. Visualisieren? Ich habe es oft visualisiert. Also du bist ein Ticken größer? Ich nehme an, du darfst ein Inch, also insgesamt dann 3 Kilo schwerer sein als er. Genau, 3 Kilo dürfte sein. Ich glaube, Bumstead, wenn ich mich nicht irre, hat sein Limit irgendwo bei 109. Mhm. Mein Limit liegt bei 112. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie Bumstead dieses Jahr kommt. Ich glaube, jeder ist schlagbar.
Aber erst müssen wir den First Callout kriegen. Wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, wenn ich im ersten Callout bin, ist alles möglich. Und mit alles, meine ich nicht, ist so der vierte vielleicht möglich, sondern vieles nach vorne. Also meine Zielsetzung ist sehr hoch. Und ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht noch großen Tönen an, aber das ist das ganz klar, wo ich mich orientiere. Und ich weiß natürlich auch, dass so ein Plan oder so ein Ziel auch mal scheitern kann. Damit kann ich dann im Zweifelsfall umgehen, aber anstellen tue ich nur ganz vorne. Sehr gut. Also du bist jetzt 32, ja. 10 Jahre jünger als ich. Wie lange stellst du dir vor, möchtest du da noch mitspielen in der Liga? Kann ich da nach wie vor die Antwort geben, wie es für einen wäre, schon im Kopf hat. Ich habe ihm gesagt, mit 35 würde ich einen Schluss machen. Also ich glaube, das ist immer eine Frage. Du bist da relativ jung in den Wettkampfsport rein? Ich bin jung sehr rein, ja, aber spät Profi geworden dann. Ja. Oder beziehungsweise spät als Profi gestartet dann. Ja. Ich bin ja, mache eigentlich auch mittlerweile seit 10 Jahren Wettkämpfe und ich habe gesagt, 35 ist für mich gutes Alter. Dann vielleicht irgendwann in die Familienplanung und zukunftsorientiert denken. Ich liebe diese Zeit, aber ich muss natürlich auch sagen, man kennt es, sie bringt da viele Kompromisse und Abstriche mit sich. Und das kann man natürlich eine Zeit lang machen, aber es ist natürlich auf diesem Niveau, in dieser Häufigkeit, wie man mittlerweile startet, auch, weil wenn du bei Mr. Olympia startest, musst du einfach mal irgendwo die Quali holen und im schlimmsten Fall bist halt mehr als die Hälfte vom Jahr auf Diät oder noch länger. Da habe ich gesagt, für mich ist das Alter 35, das kann ich mir vorstellen, aber dann ist Schluss. Und wenn du jetzt am Samstag gewinnen solltest, machst du dann vorzeitig Schluss, oder? Nee, niemals. Nein, eine Titelverteidigung wird es definitiv geben. Also es wäre natürlich, so ist es natürlich der allerschönste Abgang. Aber ich glaube, wenn es wirklich jemand macht, dann ist das der Bumstead am Samstag. Den Abgang meinst du? So ist es, genau, diesen Abgang. Ja. Ja. Aber das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht, ja. Wenn er Zweiter wird, dann wird er sich vielleicht auch nochmal überlegen. Vielleicht. Ja, das ist natürlich schwer, irgendwie aufzuhören. Ne? Man könnte sagen, wenn man gewinnt, hört man auf, dann hat man alles erreicht. Man könnte aber auch sagen, gut, jetzt ist man ganz oben, das will man natürlich weiter auskosten. Oder wenn du jetzt irgendwie schlecht abschneidest, dann könntest du sagen, das war jetzt ein Zeichen aufzuhören. Du könntest aber auch sagen, nee, jetzt muss ich es nochmal beweisen. Das ist extrem schwer, einen guten Abgang zu finden. Ne? Also vom Gefühl her, ich denke, Chris wird, der hat das im Griff. Ich glaube, der wird gehen, egal wie dieses Jahr ausgeht, vom Gefühl her. Hm. Wie ist das bei dir? Hast du so ein Worst-Case-Szenario? Also sagen wir mal, jetzt würdest du außerhalb der Top 10 landen? Wäre das dann für dich so ein Dämpfer, dass du sagst, okay, jetzt habe ich es mal versucht, das reicht? Oder würdest du dann sagen, jetzt erst recht, nächstes Jahr? Also dieses Worst-Case-Szenario, das denke ich gar nicht an. Aber sobald ich irgendwie merke, dass es nicht mehr reicht, um besser zu werden, um weiter vorne zu mitwischen, wie ich das bisher gemacht habe, dann würde ich natürlich an ein Ende denken. Weil ich bin einfach kein Fan davon, Sachen zu machen, wo ich nicht mehr besser werden kann. Und ich denke, das ist einfach der beste Zeitpunkt, um aufzuhören. Oder sich anderswertig zu orientieren. Soweit ich weiß, bist du auch verletzungsfrei oder hast du irgendwelche Einschränkungen? Nee, absolut verletzungsfrei. Trainierst du auch ein bisschen speziell, wenn man das so sagen kann? Oder also aus meiner Sicht sieht es immer sehr kontrolliert und fast schon vorsichtig aus. Oh, ja, es ist extrem. Ich glaube, das ist aber der Grund, warum ich es so lange so verletzungsfrei machen kann. Eigentlich bin ich in dieses System oder in diese so super langsame Ausführung reingerutscht durch Verletzungen damals. Mhm. Nervenschaden wird auf der rechten Seite, permanent irgendwelche Probleme im AC-Gelenk, Ellbogen und so weiter. Und diese, für viele mag es komisch ausschauen, wie du bereits gesagt hast, aber diese ganz kontrollierte Ausführung hat mir zu einem Punkt geholfen, verletzungsfrei wieder zu werden und zu bleiben. Aber auch meine Schwachstellen endlich in den Griff zu bekommen, weil ich halt dabei erklärt habe, wie man Muskel ansteuert. Also trainierst du tatsächlich immer so? Immer, ausnahmslos. Ja. Interessant. Also der Rest der Woche, wie sieht der aus? Morgen gehst du mal trainieren, schön richtig. Vorsichtig, wie immer. Richtig. Dann wird ausgeruht und regeneriert. Dann gibt es immer die erste Lademahlzeit direkt nach dem Training. Die Waage ist morgen Abend? Die Waage ist morgen Abend und die Körperwaage, die wird mich morgen vermutlich den ganzen Tag begleiten. Wir sind ja gar nicht so weit unter dem Gewichtslimit und es ist ja teilweise so, dass ich über Nacht 5 Kilo verliere. Das Schlimmste war, also wie wir angekommen sind nach dieser Massage, ich habe in der Nacht 7 Kilo verloren, 6,9 Kilo. Jetzt ist aber natürlich auch klar, dass ich die irgendwo im Laufe des Tages zulege. Mhm. Beim Laden ist es so für gewöhnlich so, dass ich leichter werde, aber die Körperwaage wird mich morgen begleiten. Wir haben morgen schon. Also die Waage ist abends,
muss genau, man dazu sagen. Um 20 Uhr. Ist ein bisschen unangenehm, wenn man den ganzen Tag Durst hat und immer aufpassen muss. Ne? So ist es. Aber der Plan ist einfach, dass wir jetzt morgen Mahlzeit für Mahlzeit essen und nach jeder Mahlzeit auf die Waage stellen. Und dass sie so ans Gewichtslimit dran tasten. Aber ich denke, diese 2,5 Tage Laden, die sind dann werden, wenn wir morgen starten, die brauche ich einfach. Letztes Jahr haben wir 3,5 Tage geladen. Ich merke es, die ersten 2 Tage kann es so oft sein, dass es leichter wird. Optisch sogar ein bisschen dünner, bis halt irgendwann dann die Fülle kommt. Also diese Tage brauche ich. Morgen geht es los mit dem Laden. Und dann schaue ich halt wirklich, dass ich ganz, ganz, ganz gechillt Richtung Wochenende reingehe. Also die Waage, die wirst du schaffen? Die wirst du schaffen, ja. Also knapp unter 112? Ja. Also bist schon ziemlich am Limit dran. Ja, ist das bei dir auch immer so ein Thema, dass du irgendwie so einen halben Zentimeter an der Grenze bist, oder ist bei dir deine Größe immer gesetzt? Musst du da zittern noch? Also ich bin tatsächlich kleiner geworden. Ja. Also ich glaube, ein halber Zentimeter kleiner würde noch gehen, aber alles darum geht immer. Dann wären es 109 Kilo, aber davon geht es aber nicht aus. Ist zwar immer wieder das Dilemma, welches man hat, warum die Größe nicht irgendwo festgesetzt ist und man nicht erneut abmessen muss, aber die Waage wird sie ausgehen. Wir haben ca. 2 Kilogramm Luft, wenn man vom Nüchterngewicht morgen ausgeht. Mhm. Das soll gut passen. Und also dann Bühnengewicht wären dann wahrscheinlich die 112, 113, ja. In diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen aus der Erfahrung. Und das sind dann sicher 3 Kilo mehr wieder wie dieses Jahr im Sommer. Und genau auf dieses Paket freue ich mich wirklich, das zu zeigen. Ich bin sehr optimistisch. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, auch optimistisch und freue mich auch schon darauf. Wie ist deine Prognose so ist? Ja, wir haben für diese Klasse. Du hast wahrscheinlich schon alle gesehen oder viele jetzt. Nee, die wichtigsten. Also ja. Die 60 Leute, wie du sagst, du kennst ja auch dann die Hälfte von denen hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Wir haben so ein Prediction-Video gemacht und haben dann festgestellt, das ist halt extrem schwer. Man nimmt sich dann das letzte Jahr so zum Vergleich und dann guckt man so, wo man die Leute einsortieren kann. Aber dann rede ich mit dir, du sagst ja besser 2 Kilo mehr oder ein bisschen härter und dann rede ich mit Urs und dann sagt er ja 3 Kilo mehr. Also idealerweise schiebt sich ja alles so insgesamt vom Niveau ein bisschen nach vorne. Es ist halt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als ich mitgemacht habe damals, da kam dieser Chinese, der ist diesmal auch wieder dabei, den hat vorher nie einer gesehen, den hat, wenn du die Starterliste gesehen hast, hast du da immer so drüber geguckt einfach und der ist glaube ich 5. geworden. Ich glaube, 5. oder 6. ist direkt geworden. Ja, und hat alle geschockt. Also das ist unheimlich schwer, da was vorherzusagen. Wovon ich aber ausgehe, also so die Leute, die ich jetzt gesehen habe, Alex, Urs und dich, da verrutscht nichts. Die sind alle, haben ihre Hausaufgaben gemacht. So soll es sein. Wie man immer so sagt, ne, in den ganzen Bodybuilding-Interviews, Hausaufgaben gemacht. Ja, in diesem Sinne, wer dich supporten möchte, kann das tun mit einer Bestellung bei ESN.com, richtig? Richtig, mit dem Code ClassyFM. ClassyFM. Kriegt ihr auch den besten Preis und zum Ausstrahlungszeitpunkt dieses Interviews werden das 20% sein auf die wichtigsten Supplements, also so Designer Whey, Athlete Stack, Kreatin glaube ich auch. Richtig, richtig. Also könnt ihr supporten und sparen. Solche Berichterstattung hier mit 3 Kameras und 2 Lampen und 2, was bist du eigentlich mittlerweile? Kameramann haben wir auf jeden Fall. Ich war schockiert, wie höchst professionell das ist, wirklich. Wahnsinn. Genau, das ist nur möglich dank eures Supports. Dankeschön. Genau. Und dann freue ich mich auf alles, was kommt mit dir. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.